Schmetterlinge fliegen mit. Sommer, Winter, Frühling, Herbst folgen uns im Sauseschritt. Dorthin, wo die Hühner gacken und ein kleiner Kater wacht. Dort, wo Peterson zu Hause ist und mit Findus fischt und Abenteuer warten dort wie an keinem anderen Ort. Das war der berühmte Gruß, den der Hund Laika vor vielen Jahren aus dem Weltraum zu uns geschickt hat. In 220 Kilometern Höhe flog Laika um die Erde mit einer Geschwindigkeit von 24.500 Kilometern pro Stunde. Ein denkwürdiges Ereignis. Und so erinnern wir uns heute an das erste Lebewesen, das von der Erde aus in den Weltraum geschickt wurde. An die russische Hündin Laika. Ich hab genug von diesem kläffenden Großmaul. Das war eine große Leistung. Stell dir das doch mal vor, sie ist durch den Weltraum gereist. Ja, aber war das wirklich schlau, einen blöden Hund darauf zu schicken? Was stört dich denn an einem Hund? Was sollen die im Weltraum denn von uns Erdlingen denken? Hunde sind doch bekloppt. Das hört sich so an, als ob du neidisch bist, Findus. Neidisch? Nö. Aber es wäre schlauer gewesen, wenn sie einen Kater in den Weltraum geschickt hätten. Wenigstens das allererste Mal. Hopp! Ja, vor allem, wenn der Kater Findus geheißen hätte, oder? Hallo, tut mir leid, wenn ich störe. Ich wollte fragen, ob du mir eine Mistgabel leihen kannst. Na klar, das lässt sich bestimmt machen, Frau Andersson. Nehmen Sie den Kater bloß nicht ernst. Er ist auf dem Weg in den Weltraum. In den Weltraum? Was will er denn da oben? Wenn ich mir vorstelle, dass die von da bei uns landen. Nee. Ach, ich glaube nicht, dass Sie sich deswegen Sorgen machen müssen. Bei uns würden diese kleinen grünen Männchen bestimmt nicht landen. Findus, wie kommst du mit dem Streichen voran? Oh, ich bin schon total weit. Super, oder? Schon, aber vielleicht versuchst du mal zu malen, wie normale Leute das machen würden. Normale Leute? Aber ich bin ein Kater. Jetzt weißt du, warum sie keinen Kater in den Weltraum geschickt haben. Tja, wir haben keine rote Farbe mehr. Ich finde, grün ist genauso schön. Ich bringe die Mistgabel wieder. Peterson, wo stecken Sie denn? Was um alles in der Welt? Oh nein! Oh nein, gütiger Himmel! Was ist denn? Frau Andersson, was haben Sie denn? Was ist denn mit der? Das weiß ich. Jedenfalls ist sie mit meiner Mistgabel wieder weggerannt. Du heiliger Strohsack! Morgen, Frau Andersson. In Petersons Werkzeugschuppen sind Außerirdische. Außerirdische? Die muss ich mir angucken. Nein, tun Sie das nicht. Die haben versucht, mich zu entführen. Was ist denn das? Sieh mal an, Gustavsson. Was schleichst du denn hier rum? Du badest? Mitten in der Woche? Naja, warum nicht? Du musst es ja nicht überall rum erzählen. Die alte Frau Andersson hat gedacht, du hast Besucher aus dem Weltraum. Nee, ich nicht. Für Besuch aus dem Weltraum ist Findus zuständig. Wow, 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 wow.
Und so einen wie dich haben sie in den Weltraum geschickt? Herr Peterson, wozu brauchen wir Außerirdische, wo wir doch dich in unserer Nachbarschaft haben? Wie groß ist der Weltraum eigentlich? Manche Menschen behaupten, er wäre endlos. Und wie groß ist das? Ich weiß es wirklich nicht. So groß, wie es überhaupt geht. Boah. Ich nehme alles zurück, was ich über blöde Hunde gesagt habe. Ich würde mich nie in den Weltraum trauen. Höchstens bis zum Mond. Guck mal, da oben fliegt Laika. Die müsste inzwischen längst gelandet sein. Sie stürzt ab! Sie stürzt ab! Immer mit der Ruhe, Findus. Das war doch bloß eine Sternschnuppe. Weißt du was? Nein. Was? Man sagt, wer eine Sternschnuppe auf die Erde fallen sieht, der darf sich was wünschen. Und das geht dann in Erfüllung. Dann wünsche ich mir, dass ich zum Mond fliegen darf. Bloß ohne all das Hässliche drumherum. Ich glaube, das könnten wir hinkriegen. Möge die Macht immer mit dir sein. Och, ich hab doch nur getan, was jeder Kater getan hätte. Es ist mitten in der Nacht. Ich will für Findus eine Überraschung basteln. Und das kann ich nur machen, wenn er im Bett liegt und schläft. Ja, ja, wir sind mal wieder unwichtig. Uns kann man den Schlaf ja rauben. So. Hä? Was ist denn das für ein komisches, rundes Ding? Das ist der Mond. Findus hat vor, dorthin zu fliegen. Zum Mond? Da wollen wir mit. Zum Mond? Einmal den Mond fliegen und dann Eier legen. Tja, also ich glaube, das wird Findus nicht gefallen. Wir fliegen zum Mond, so oder so. Ich habe da was viel, viel Besseres für euch. Was ist denn das? Na, was meinst du denn? Eine Rakete? Richtig, eine Mondrakete. Und was wirst du damit machen? Ich werde damit überhaupt nichts machen. Die ist für dich. Für mich? Ja. Katzonaut, bist du bereit zum Start? Bereit. Stell dir mal vor, Findus fliegt zum Mond. Das ist aber mutig. Ja, er ist wirklich sehr mutig. Das finde ich auch sehr mutig. Ich weiß, wir Katzen sind von Natur aus sehr mutig. Falls du Mondhühnern begegnen solltest, grüß sie von uns. Grüßt du das? Na klar. Gut. Falls sie sprechen können. Also los, bist du bereit, Captain Findus? Ich bin fast immer bereit. Dann gute Reise. Der Countdown beginnt. Ah, Gustavsson, sagen Sie, haben Sie bei Patterson die Außerirdischen gesehen? Kommt drauf an, was Sie unter Außerirdischen verstehen. Ich gehe mit Ihnen zu Patterson, um die Mistgabel zurückzubringen. Gut, aber seien Sie vorsichtig. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fertig zum Abflug! Der alte Mann weiß wirklich, wie man ein Raumschiff baut.
Kontrollstation. Wie fühlst du dich, Kater? Einfach unglaublich. Fantastisch. Können wir das nochmal machen? Pass auf, du landest nämlich gleich auf dem Mond. Wirklich? Sie können die Rakete jetzt verlassen, Captain. Boah, das ist ja wirklich der Mond. Oh, Mondhühner. Hoffentlich sind die freundlich. Vielleicht sollten wir lieber morgen hingehen, im Hellen. Ach, seien Sie kein Feigling. Bei Peterson sind keine Außerirdischen. Das sagen Sie so einfach. Irgendwas leuchtet da drüben. Hallo, du! Silber, hallo! Ich soll euch von den Hühnern der Erde grüßen. Grüße sie wieder, Findus! Woher kennst du denn meinen Namen? Deinen Namen kennt doch hier im Weltraum jeder. Guck mal! Ja, der Mann im Mond! Hallihallo! Was habe ich Ihnen gesagt? Ein Nettbesuch. Die Außerirdischen sind gelandet. Und jetzt nehmen Sie den Kater mit. Ihr beide seid ein hübsches Paar, das muss ich schon sagen. Verschonen Sie mich, Herr Außerirdischer. Nehmen Sie stattdessen Gustavsson mit. Nehmen Sie Frau Anderson. Sie sollte sich ruhig mal im Universum umsehen. Frau Anderson? Verschonen Sie mich! Verschonen Sie mich! Ich muss jetzt langsam auch wieder nach Hause. Schöne Grüße an deine Frau, Gustavsson. Mann, oh Mann, ist das peinlich. Ich verspreche dir, niemandem was von deinen Eskapaden in den Büschen zu erzählen. Essen die eigentlich Frikadellen auf dem Mond, Peterson? Frikadellen? Nein, das glaube ich nicht, Findus. Ein Mann im Mond ist ja nicht schlecht, aber eine Frikadelle auf meinem Löffel ist mir tausendmal lieber. Ja.